Freunde, hallo zu meinem zweiten Review, zu meinem zweiten Luftgewehr. Der Diana Modell 23, Baujahr 1951, das heißt, es ist schon ganz, ganz alte Lady. Schusskraft lässt auch zu wünschen übrig, aber das ist mir allerdings egal. Ich mag dieses Gewehr wirklich. Es hat, muss ich sagen, schon ein bisschen Rost angesetzt. Nee, sieht man hier fast nicht. Okay, jedenfalls, auch Knicklauf, genauso wie meine Weihrauch. Natürlich ganz leicht zum Knicken diesmal. Ganz normal Kimme und Korn. Kimme kann man nicht einstellen. Korn ist auch fest drauf montiert. Abzug geht relativ leicht von der Hand. Zerlegen ist eigentlich auch gar nichts. Ich weiß nicht, ob man es jetzt lesen kann. Diana, Modell 23. Hier die schöne Diana-Statue. Mit dem Luftgewehr. Kompletter Holzschaft, diesmal hinten kein Gummistück. Damals gab es nämlich Gummi noch nicht unbedingt in so einer Produktionsreihe. Jedenfalls, ja, das war eigentlich schon fast alles zum Diana Luftgewehr, weil sehr viel ist es ja nicht. Das ist übrigens echt Holz. Sollte man ab und zu mal ein bisschen mit Holzpflege einschmieren vielleicht, damit es ja nicht so ausbleicht und so. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir uns gerne mal einen Schusstest an. Bis gleich.